So ist das, die Zeit, die uns vorhin fehlte. Nun haben wir sie im Überfluss. Ich sage hallo, herzlich willkommen zurück hier in Philadelphia bei der Atlanta Championships. Wir warten auf das zweite Halbfinale dieses mit $535.000 dotierten Events. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck des ersten Halbfinals, das wir vorhin sehen konnten. Runde 50 Minuten hat es nur gedauert. Dann stand die Titelverteidigerin Lindsay Davenport als Siegerin fest, als erste Finalistin, die wir morgen dann im Endspiel sehen werden. Sie fegte Conchita Martinez 6-0, 6-1 aus der Halle. Eine eindrucksvolle Demonstration von Lindsays Stärke. Schauen wir mal auf den Draw hier in diesem 32er Feld. Zum dritten Mal in diesem Jahr alle vier gesetzten Spielerinnen im Halbfinale. Das hat es vorher nur bei den Paris Indoors und in Hilton Head Island gegeben. Das ist die Begegnung, die hier in wenigen Minuten beginnen wird. Martina Hingis gegen Nathalie Tosia. Ja, Lindsay Davenport war riesig drauf. Ich sage das, während hier die zwei Spielerinnen darauf warten, den Platz betreten zu können, werden noch vorgestellt. Sie kennen diese Rituale. Aber noch ein Wort zu Lindsay. Die hat nach Linz, da hat sie den dritten Titel in diesem Jahr gewonnen, Pause gemacht, ein paar Wochen. 14 Tage, glaube ich, waren es genau. Hat sich erholt, war ja kein leichtes Jahr für Davenport und Verletzungen geplagt. Und die Fans hier hoffen, dass dieses zweite Halbfinale doch einen Tick spannender wird als die erste Partie, die recht einseitig verlief. Conchita Martinez einfach chancenlos im 12. Treffen mit Lindsay Davenport gab es für sie die fünfte Niederlage. Sie ist die Königin in diesem Jahr, muss man so sagen. Martina Hingis. Elf Finals hat sie erreicht, acht Turniersiege errungen. Und wenn ich das sagen darf, ohne da Wasser in den Wein zu gießen, es war kein Grand Slam-Titel darunter. Hat den Grand Slams nicht so klappt und dann hat sie auch ihre Saisonplanung etwas anders gestaltet, als man sich das so vorgestellt hat. Sie ist nicht nach Sydney zu den Olympics gegangen und das war aus ihrer Sicht genau richtig. Sie hat Kraft gespart und danach, glaube ich, drei Turniere gewonnen und sie ist echt gut drauf. Ganz klare Favoritin für das Masters, das ab Montag im Madison Square Garden von New York beginnt. Die große alte Dame, muss man so sagen, mit allem Respekt, 33 ist Nathalie Tosia. Und wir schauen mal, wer hier alles schon gewonnen hat. Tolle Namen dabei, unter anderem Steffi Graf 1998. Aber Steffi hat hier auch schon mal verloren. Sie sehen es, insgesamt drei Siege für Steffi. Sie hat 93 verloren gegen Conchita Martinez. Dieses Turnier, das Warm-up für das große Masters nächste Woche in New York. Sicher ein Stichwort. Wir werden live berichten, jeden Tag von diesem Turnier. Meine Kollegen Heinz Günthert und Jürgen Höttger sind schon auf dem Weg in den Big Apple. Wir werden sie eine Woche lang rundum mit Live-Bildern und aufgezeichneten Spielen und Informationen und alles, was es so gibt, rund um dieses große Saisonfinale versorgen, das zum letzten Mal in New York gespielt wird. Da heißt es Abschied nehmen. Vom nächsten Jahr an wird man in München sein. Also, tut dem deutschen Tennis auch gut, dass nach dem großen Adalas wieder mal ein Big Event nach Deutschland kommt.
Martina Hingis hier an 1 gesetzt. Nathalie Tosia an 4 gesetzt. Beide mit einem Freilos in Runde 1. Hingis dann problemlos gegen Elena Bovina aus Russland. Und auch problemlos gegen ihre Freundin und Doppelpartnerin Anna Kournikova in der nächsten Runde. Bis jetzt hat Martina Hingis noch keine 10 Spieler abgegeben in diesem Turnier, um ganz genau zu sein. 9 waren es in Filderstadt, wo sie vor einigen Wochen gewonnen hat. Da hat sie bis zum Einstieg in den funkelnagelneuen Porsche insgesamt nur 10 Spieler abgegeben. Also Martina Hingis sehr, sehr gut drauf. Sicher eine Favoritin für das große Finale in New York. Genauso wie Lindsay Davenport. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Venus und Serena Williams nicht dabei sein werden. Die machen sozusagen das Lazarett komplett. Dazu im Verlauf dieses Matches noch ein wenig mehr, wenn wir denn die Zeit dazu haben. Ein paar Fakten, ein paar Daten zu Martina Hingis. 20 ist sie erst, seit Oktober 94 dabei, hat 34 Einzeltitel bisher in ihrer Karriere gewonnen. Und es ist ein bisschen kurios in dem WTA Tour Guide, das ist so ein Handbuch für Journalisten, in dem Fakten und Biografien zu den einzelnen Spielerinnen stehen. Da taucht zwar bei Martina Hingis und den anderen Spielerinnen das Datum auf, an dem sie Profi geworden sind. Bei Nathalie Tosia ist das nicht so. Da muss man selber nachschauen. Und ich glaube, sie hat 1984 angefangen, um Geld zu spielen. 84. Mit 13 hat sie ihren Coach und heutigen Lebensgefährten Regis de Camarés kennengelernt. Die beiden sind ein unzertrennliches Paar. Das sagte ich Ihnen bereits, Martina Hingis von ihrer Mutter Melanie Molitor gecoacht. Hier merkt man an, dass sie recht frisch ist, dass sie Spaß am Tennis hat. Und man muss schon sagen, dass ihre Entscheidung, auf die Olympics zu verzichten, für sie genau die richtige Entscheidung war, auch wenn die Fans da sicher anders denken. Dies noch eine interessante Statistik, die beiden zum 4. Mal gegeneinander. Das ist ja eine klare Sache für Martina Hingis. 3-mal gespielt, 3-mal gewonnen. Sie hat bisher nicht einen einzigen Satz abgegeben. Das letzte Aufeinandertreffen hier, 99 im Halbfinale. Hingis auch schon zum 5. Mal in Philadelphia dabei, Siegerin 1997, im letzten Jahr Runner-up, wie das im Sportsprachen Englisch heißt, Finalistin. Mutter Melanie Molitor. Die letzten Augenblicke, bevor es dann losgeht, eingeschlagen haben die sich die beiden längst auf einem anderen Platz. Das ist nur noch mal so ein letztes Warm-up. Die Einführungsrunde wie in der Formel 1.
Das war der einzige Vergleich, der mit der Formel 1 herangezogen werden kann. Die Damen spielen nach wie vor ihr altes Weltranglistensystem, während sich die Herren ja in diesem Jahr zum ersten Mal an einem neuen System orientieren. Und das wiederum basiert auf dem der Formel 1, sogenannte Champions Race. Bleibt abzuwarten, wie sich das bei den Damen entwickelt. Strategen der Herren- und der Damentour versuchen ja, die beiden anzunähern. In 2, 3 Jahren vielleicht die ganz große kombinierte Damen- und Herrentour zu spielen. Vor allen Dingen mit einem gemeinsamen Saisonfinale für Damen und Herren. So, das war's dann mit der langen Vorrede. Nathalie Tauziat gegen Martina Hingis im 2. Halbfinale von Philadelphia. Wir sind gespannt. Wir warten drauf. Gleich geht's los. Und Madame Tauziat beginnt dieses Match mit dem Aufschlag. Schön gesehen von Tauziat. Exzellente Flugballspielerin, typisch für sie, immer mit dem Druck der Gegnerin zu spielen. Gerade bei dieser Vorhand zu sehen, wie sie den ganz früh nimmt, fast als Halbvolley von der Linie gekratzt. Und je schneller die Gegnerin spielt, umso besser kommt sie rein. Dies ist die erste Brickchance des Spiels.
Ja, solche Chancen lässt sich Martina Hingis nicht entgehen. Das frühe Break, die 1-0-Führung für die Schweizerin. Oh la la! Cool von Tosia. Fast wie ein kleines Training, dieser Punkt, den die beiden da ausspielen. Die beste Antwort auf einen Break ist zwar ein Rebreak, aber Nathalie Tosia kommt nicht mal in die Nähe dieser Chance. 15:30, dann machte Hingis ernst. 2:0. Erstes Ass von Nathalie Tosia. Oh, tricky, tricky. Da hatte Martina Hingis schon die Chance, den Punkt zu machen. Da macht sie ihn dann tatsächlich. Wunderbarer Volley von Tosia. Ja, das hat sie drauf. Das kann sie einfach. Das ist ihr Spiel. Rollt mit der Aufschlagbewegung nach vorn. 30 Ball. Thank you.
Wieder eine Breakchance für Martina Hingis. Gute Bälle, die Nathalie Tosia spielt, aber eben nicht zwei, drei oder vier Stück hintereinander. Ah, zauberhafter Volleystock. In der Situation ganz cool. Einstand. Ganz knapp dieser Return. Schwer zu sehen von dieser Seite, vielleicht jetzt. Tosia hält ihr Service. Zum ersten Mal, und das ist nur gut für dieses zweite Halbfinal in Philadelphia. Wir geben mal ab an die Werbung, sind dann zurück. Dies war der erste Punkt im vierten Spiel. Willkommen zurück in Philadelphia bei der Adventa Championship. Auch sie kann es natürlich am Netz, genauso wie Tosia. Sie kann überhaupt jeden Schlag. Technisch vielleicht die versierteste Spielerin auf der Tour, aber vor allen Dingen mit dem besten Auge. Das ist unübertroffen. Ihre Antizipation. Auch wenn der im Netz landet. Meistens weiß Martina Hingis schon, wohin die Gegnerin spielt, bevor die überhaupt weiß, wohin sie denn spielt. Ein bisschen überspitzt formuliert, aber das drückt ihr enormes Feeling aus. Ihr Sinn für das, was da im nächsten Moment passiert. Und da passiert gar nichts. Jedenfalls auf der Seite von Nathalie Tosia. Schnelles Spiel, 3-1-Führung Hingis. Super Wechsel. Und sie hat Spaß, und das kann dem Spiel, das so in einem sprachlichen Kartoffeldruck heißt, nur gut tun. Tolle Kombination. Immer wieder der Blick von
Dinges. Zur Mutter immer der Blick. Habe ich das gut gemacht? War das okay? Das war doch unsere Strategie, deine Strategie. Die haben sich ausgedacht, das ist klar, das hat auch Tuzial gemacht, aber was nutzt die beste Strategie, wenn man schon mit einem Break zurückliegt und nun 0:30. Zweite Break in diesem Match. Die 4-1-Führung für Martina Hingis. Wir geben noch mal ab an die Werbung. Wie Sie sehen, schauen hier auch Katzen zu. Nobelkatzen. Wir sind zurück in Philadelphia beim zweiten Halbfinale zwischen Martina Hingis und Nathalie Tuzial. Sie hat vorhin gesehen, wie Lindsay Davenport Conchita Martinez auseinandergenommen hat. Und vielleicht hat sie gedacht, was die kann, kann ich auch. Bisschen ähnlich ist auch dieses Match. Tuzial wehrt sich, hat gute Bälle, aber kriegt kein Bein auf die Erde. Schön. Mit dem Mute der Verzweiflung. Nathalie Tuzial auf dem Weg nach vorn. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, die Chance zu einem Rebreak für die 33-jährige Französin. Und zum ersten Mal in diesem Match das Merkenzeichen von Tuzial zu hören, ein schriller Schrei. Ja, der Ball war sehr lang. Und da überstimmt die Stuhlschiedsrichterin den Linesman. Korrekte Entscheidung. Zweite Breakchance, Tuzial. Thank you.
Zum ersten Mal muss Martina Hingis bei ihrem Aufschlagspiel richtig arbeiten. Aber zahlt sich aus. Spiel Hingis 5-1 Führung. Und um noch einen Vergleich zu bringen zu dem ersten Halbfinale, auch Nathalie Tauziat ist eine Spätstarterin, nicht nur auf dem Platz, auch im richtigen Leben, aber im Unterschied zu Conchita Martinez gehört sie zu einer Spielerin, die unglaublich oft im dritten Satz dann gewinnt. Das ist ihre Stärke. Sich nach verlorenem ersten Satz zu finden und dann richtig Gas zu geben. Vielleicht auch in diesem Match wäre ja eine Hoffnung. Erste Doppelfehler von Tauziat. Und so stark die Rückhand ist und so gut die Vorhand bei manchen Big Points, so schwach ist die Vorhand auch bei durchschnittlichen Bällen. Da hat sie eine hohe Fehlerquote. Erneut. Relativ leichter Fehler auf der Vorhand. Und dann noch ein Fehler beim Vorhand-Volley. 5-1 Führung, ein umkämpftes Spiel. Die Schweizerin vor dem Gewinn des ersten Satzes nach dem Break werden wir es sehen. Blick auf diese Statistik des ersten Satzes. 6-1, eine klar und deutliche Sprache. Tauziat hat ein bisschen besser gespielt, hatte zweimal die Chance zum Rebreak. Und auch die Chancen, ihr Service ein-, zweimal durchzubringen, hat nicht geklappt.
klare Sache für Martina Hingis, 6-1, der erste Durchgang. Und die Schweizerin beginnt nun auch den zweiten mit ihrem Service. Erste Doppelfehler von Martina Hingis. Dies noch die Slow-Mo, dies der Live-Ball und dies der Punkt für Martina Hingis. Jetzt müsste sie eigentlich beginnen, die gute Phase von Nathalie Tosia. Hingis wehrt einen Breakball ab, hält ihr Service im ersten Spiel des zweiten Satzes. Jetzt serviert wieder die Französin, die nach einem Freilos in Runde 1, in Runde 2 Hantuchova frottierte und dann ihre Landsfrau Alard de Gigis besiegte. Thank you.
das kann sie, das beherrscht sie, das ist kein Zufall. Und da lächelt sie, sogar mal die Nathalie. Aus Frankreich wie Gilbert Bécaud, aber der große Meister hat nicht ihr das berühmte Lied geschrieben. Denn diese Nathalie hier, die kommt nicht aus Moskau, die kommt aus Bangui in Zentralafrika. Das ist eine andere Geschichte, die man mal erzählen kann, wenn Zeit ist. Im Moment ist diese Zeit nicht, aber Tosia erfüllt das Pflichtprogramm, hält ihr Service. Damit jedenfalls schon mal ein besserer Start in den zweiten Durchgang als in den ersten. Die Swiss Miss drückt aufs Tempo, hab irgendwie den Eindruck, mit einem Ass holt sie sich dieses Spiel und strahlt ihre Gegnerin an. Wir geben noch mal ab in die Werbung, bleiben Sie dabei. Mit einer Statistik sind wir zurück in Philadelphia bei der Adventa Championship. Aber schon huscht sie aus dem Bild und gibt den Blick frei auf den Center Court. Vierte Spiel, zweiter Satz. Nathalie Tosia serviert. Na, da kommt der Ausruf. Martinez konnte den Ball nicht sehen. Denn Nathalie Tosia stand genau dazwischen. Schauen wir mal hin. Toller Spurt von Hingis. Hatte sie früh erahnt. Oh, und der war wirklich knapp. Gut, dass ich kein Linienrichter bin.
Da unterbricht Lynn Welch nochmal die Vorbereitung von Natalie Tosia. Tosia muss hohes Risiko gehen bei ihrem Aufschlag. Und das geht eben nicht immer gut. Hier hilft zudem noch die Netzkante Martina Hingis. Keine Chance bei diesem Return. Dieser Volley-Stop-Versuch mit hohem Risiko, zu viel Risiko, erster Break im zweiten Satz. 3-1-Führung für Martina Hingis. Wie schön sie ist, keine Maschine verschlägt auch mal einen solchen wirklich leichten Ball. Aber sie spürt, sie hat es im Griff, sie hat dieses Match im Griff und ihre Gegnerin, die Weltranglisten-Neunte, bis hierher ziemlich chancenlos gegen die Nummer 1 der Damentour. Ein Traumvolley von Hingis. Und das ist typisch für sie. Da verteilt sie in diesem Spiel zwei Geschenke. Und nun steht es doch 40-30. Und sie hat Spielball. Zweite Doppelfehler von Hingis. Und die Chance zum Break für Natalie Tosia.
einfach zu gut gespielt für eine frustrierte Natalie Tosia. Und auch der tut doppelt weh, nicht nur weil der Punkt an die Gegnerin geht, sondern weil man auch so vorgeführt wird. Später Ruf. Und Martina Hingis zeigt, der war so ein Stückchen aus. Also die Schweizerin auf dem Weg ins Finale. 6-1, 4-1, die Führung. Wir geben nochmal ab an die Werbung. Willkommen zurück im Pavillon der Villanova University von Philadelphia bei der Adventa Championship. Sie sehen den Spielstand eingeblendet. Eine klare Sache für Martina Hingis. Natalie Tosia versucht's, aber die Schweizerin ist die bessere Spielerin in diesem Match. Und dies ist ein Ball, den wir eigentlich eher von Tosia kennen als von Hingis. Werden die Französin auf jeden Fall wiedersehen in der kommenden Woche. Beim Masters in New York ist als 9. der Weltrangliste qualifiziert. Und wer weiß, vielleicht müssen die beiden dann wieder gegeneinander ran. Die Französin wird sich wünschen, dass dies so spät wie möglich im Turnier sein wird. Die Martina Hingis in Spiellaune, gefällt mir gut, was sie macht heute. Sie hat Lust, sie hat Bock. Das war auch schon im ersten Halbfinale bei Lindsay Davenport so. Und wenn die beiden denn, was zu erwarten steht, morgen im Finale gegeneinander antreten, so ist das eine erstklassige Empfehlung. Extremer Slice von Hingis. Aber Tosia passt da auf. Chancen, die man einer Weltranglisten-Ersten nicht bieten darf, das rächt sich. Stürmischer Beifall für diesen Vorhandvolley von Natalie Tosia. Denn er bedeutet Spielball für die Französin, die in Bayonne zu Hause ist.
und die hier die Minimalanforderungen erfüllt, ihr Service hält. Hat einen Titel in diesem Jahr gewonnen, die Paris Indoor. Es war der 7. in ihrer Karriere. Martina Hingis. 8. Ich will sie hier nicht alle aufzählen. Zwei eigentlich eine klare Sache, aber das sind Situationen, die Tosia schon oft erlebt hat und aus denen sie dann irgendwie glanzvoll herausgekommen ist. Warten wir es ab. Steht's ruckzuck 0:30. Und nun 0:40. Ganz wichtiger Punkt, vielleicht der entscheidende in diesem Match. Aber noch bleiben Tosia Chancen zum Rebreak. Auch den zweiten Wert. Martina Hingis ab. Breakball Nummer 3. Oh la la! Die vierte Chance zum Break für Tosia. Diesem 7. Spiel des 2. Satzes. Da ahnt Tosia die Ecke. Das war klasse gemacht. Aber dann behält Hingis die Nerven. Thank you.
Oh, und da wird Martina ein bisschen ärgerlich sein. Hat den Ball gut gesehen. Zweiter Aufschlag. Oh, ein Wahnsinnsding von Tosia. Spielball, Hingis. Also dieses siebte Spiel des zweiten Satzes hat es in sich. Das Highlight dieses Matches auf jeden Fall. Spielball Nummer 3 für Martina. 4 Breakchancen hat Tosia gehabt. Zum Hellseher fehlt mir das Talent, aber ich glaube, wenn sie es jetzt macht, dann war es das für dieses Halbfinal von Philadelphia. Ein Traumstopp von Tosia, aber da konnte sie gar nichts anderes mehr spielen und deshalb war Hingis da. Macht den Punkt, macht das Spiel. 5-2 Führung für die Schweizerin. Der erste Punkt ist bereits gespielt in diesem achten Spiel des zweiten Satzes. 0-15, Nathalie Tosia serviert gegen den Matchverlust. Doppelfehler Nummer 2 von Nathalie Tosia. Und das heißt 15-40. Die ersten beiden Matchbälle für Martina Hingis. Das ist es auch im vierten Match verliert. Nathalie Tosia gegen Martina Hingis. Schweizerin zieht mit 6-1, 6-2 ins Finale von Philadelphia ein. Trifft dort auf Lindsay Davenport, die Conchita Martinez mit 6-0, 6-1 besiegt. Kurz, aber nicht unbedingt schmerzlos für Nathalie Tosia. Ihr bleiben $22.000. Als Trostpflaster. Tja, und sie hat wirklich gut lachen. Es kommt zur Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen Martina Hingis und Lindsay Davenport. Die Nummer 1 und 2 Gesetzten bei diesem Turnier haben sich überraschend deutlich durchgesetzt. Klare Sache für beide, das habe ich Ihnen bereits gesagt. Morgen um 19 Uhr das Finale bei uns hier live auf Eurosport. Ich freue mich drauf, Sie hoffentlich auch. Aber es gibt auch noch Herrentennis aus Lyon. Bleiben Sie also dabei. Das war's von mir für heute. Tschüss, bis zum Sonntag. Bis zum Finale, sagt ihr, Ralf Klinkenberg.